Hallo und herzlich willkommen in diesem Videotraining. Mein Name ist Patricia und ich werde euch in diesem kurzen Training erklären, wie ihr in 3 Schritten ein Leben nach euren Regeln kreieren könnt. Hierzu gibt es einen kleinen Trick. Das ist ein bisschen schwierig in dem ersten Moment. Und zwar müsst ihr euer Leben personifizieren. Das heißt, schaut euer Leben als Person an. Wie sieht sie aus? Wie groß ist sie gewachsen? Diese Lebensperson, ist es ein Mann oder eine Frau? Was für Kleider trägt sie? Wie verhält sie sich? Wie ist sie in der Beziehung zu euch? Diese Lebensperson kann einen Namen haben. Ich nenne sie jetzt einfach mal Mr. oder Mrs. Leben. Für mich ist es ein Mister, deswegen werde ich im Weiteren vom Misterleben sprechen. Überlegt euch, schreibt euch auf, dieser Misterleben, wie verhält er sich? Ist er liebevoll mit euch oder ist er streng mit euch? Lacht ihr viel zusammen? Ist er unterstützend? Ist er mit euch? Nimmt er euch an die Hand? Führt er euch? Oder ist er eher zurückhaltend und steht in der Distanz und beobachtet euch? Ist er beurteilend oder ist er liebevoll? Überlegt euch all das, geht in eine kurze Meditation, das heißt, macht, wenn ihr sowieso eine Meditationspraxis macht, vielleicht eine 10 Minuten Meditation, dass eure Gedanken nicht mehr im Weg sind. Oder ihr atmet einfach nur und konzentriert euch auf euren Atem. Und nachher nehmt ihr euch ein Blatt Papier und schreibt auf, mein Mr. respektive meine Mrs. Leben ist. Und dann fangt ihr an, diese Person zu beschreiben. Wenn ihr das gemacht habt, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt habt ihr eine Beziehung zu eurem Mr. oder eurer Mrs. Leben aufgeschrieben. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Beziehung nicht so hundertprozentig euren Wünschen entspricht. Nehmt das jetzt her, was ihr aufgeschrieben habt und ersetzt es mit euren Regeln. Also zum Beispiel, wenn ihr aufgeschrieben habt, mein Mr. Leben schaut immer nur aus der Distanz, was ich mache, springt aber nicht ein und unterstützt mich. Dann schreibt ihr, Mr. Leben ist da für mich. Er sieht, wenn ich ihm seine Hilfe brauche und er unterstützt mich grenzenlos. Das ist ein Beispiel. Also, im zweiten Schritt beschreibt ihr eure Beziehung mit eurem Mr. Leben, euren Mr. Leben in der Beziehung zu euch und natürlich auch, wie ihr zu dem Mr. Leben seid. Damit es eine gute Beziehung gibt, braucht es immer 2. Schreibt auf, was ihr tut, wie ihr euch verhaltet, dass ihr ihm grenzenlos vertraut, dass ihr ihn liebt und dass ihr ihn respektiert, dass ihr eurem Mr. Leben wohlwollend gegenübersteht und nie davon ausgeht, dass er euch betrügt und so weiter und so fort. Das sind nur ein paar Beispiele. Und nun kommen wir auch schon zum dritten Schritt. Jetzt habt ihr eine gute Beziehung beschrieben. Ihr habt sie kreiert. Auf einem Blatt Papier habt ihr die Beziehung nach euren Regeln mit eurem Mr. Leben dokumentiert. Und damit das Ganze nicht auf dem Papier bleibt, nehmen wir jetzt den dritten Schritt dazu her und bringen es zum Leben. Wir integrieren dieses Konzept unseres Mr. Lebens in unsere täglichen Erlebnisse, in unser tägliches Sein in unserem Leben. Also das heißt, ihr schreibt euch auf, wie ihr einen Tag mit eurem Mr. Leben oder Mrs. Leben verbringt, wie ihr am Morgen aufsteht, wie ihr euch fühlt, wenn ihr ihn seht, wie ihr glücklich seid, wie ihr euch austauscht, wie ihr
füreinander da seid und macht jetzt eine Routine draus. Schreibt euch auf, was ihr jeden Morgen macht, um diese gute und glückliche Beziehung zu nähren, zu sehen und zu erkennen. Alle die Sachen, die wir am Tag überlegen oder erleben, die können wir immer mit verschiedenen Augen sehen, mit verschiedenen Perspektiven. Und um wirklich unser Traumleben kreieren zu können, ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, wie stehen wir in Bezug zu unserem Mr. und Mrs. Leben. Sind wir denn überhaupt verfügbar? Hören wir denn zu? Nehmen wir uns denn Zeit? Und hier geht es wirklich darum, sich Zeit zu nehmen für die Beziehung mit dem Mr. und Mrs. Leben, zuzuhören, miteinander zu sprechen. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen abstrakt an, aber in dem Moment, in dem ihr euch eben eine Person als euer Leben vorstellt, könnt ihr besser erkennen, was ist denn wirklich in euch in Bezug auf euer Leben. Was für Glaubenssätze, was für Gefühle, was für Erwartungen habt ihr denn an das Leben? Und nachdem alles aus dem Innen heraus sich im Außen spiegelt, müssen wir anfangen, jetzt zu erkennen, was ist in unserer inneren Welt denn überhaupt los? Welche Glaubensgrundsätze, welche Motivationen, welche Überzeugungen tragen wir mit uns um? Und wenn wir hier anfangen und hier ansetzen, dieses Leben, das jetzt in diesem Moment für uns sichtbar ist, ist in uns. Und nachdem es in uns ist, können wir es auch verändern. Wir müssen nichts im Außen verändern. Wir müssen nicht andere Leute beeinflussen. Wir müssen nicht andere Leute manipulieren. Wenn wir das Vertrauen in das Leben wieder gewinnen und mit diesem Vertrauen, mit diesem wiedergewonnenen Vertrauen eine gute Beziehung aufbauen können. Und diese Beziehung, die kommt von innen, die kommt vom Herzen. Das ist eine Herzensbeziehung. Und egal, ob es diese Beziehung mit dem Leben ist, ob diese Beziehung mit dem Geld ist, ob diese Beziehung mit der Gesundheit, mit unserem Körper ist, es handelt sich immer eine Beziehung. Und wir stehen in dieser Beziehung mit allem, was um uns herum ist. Und aus diesem Grund können wir diese Beziehung auch beeinflussen. Und so können wir auch unsere Partnerschaften beeinflussen, indem wir uns selbst verändern. Ändert sich unglaublich viel im Außen. Und wir sind im Fahrersitz. Wir bestimmen die Richtung und wir bestimmen, wohin wir gehen möchten. Und ich hoffe, dieses kleine Training hat euch ein bisschen den Weg aufgezeigt, wie ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen könnt, wie ihr selbst die Regeln bestimmen könnt und dass ihr euch natürlich auch selbst an eure Regeln halten müsst. Weil wenn ihr wollt, dass das Leben euch zeigt, wie eure Regeln sind, dann müsst ihr diese Regeln bestimmen und leben. Das ist ein recht einfacher Prozess, der natürlich in der Umsetzung erstens mal nicht von heute auf morgen geht. Denn es ist so wie, als wenn wir uns umprogrammieren. Das geht Schritt für Schritt von innen nach außen. Um uns umzuprogrammieren, müssen wir immer wieder sehen, wo sind wir denn eigentlich? Wo stehen wir denn heute? Eine Reflexion von dem, was in uns passiert, wie wir uns fühlen und vor allem, welcher Gedanke hat zu den jetzigen Gefühlen geführt. Das ist essentiell. Wenn ihr immer wieder schaut, oh, ich fühle mich schlecht, was habe ich denn gerade gedacht? Habt ihr immer wieder eine Feedback-Funktion, die euch zeigen kann, oh, bin ich auf dem Weg?
zu dem Leben nach meinen Träumen? Bin ich auf dem Weg zu meinem Gewünschten oder auch nicht? Und ich sage es euch hundertprozentig, dieses Feedback-System funktioniert jedes Mal. Also, ein schlechtes Gefühl kommt nie alleine. Es hat immer einen Gedanken gehabt, bevor es gekommen ist. Und dieser Gedanke, der muss nicht immer richtig sein und nicht immer stimmen. Dieser Gedanke ist vielleicht eine Gewohnheit, dieser Gedanke ist etwas, was ich von dem Umfeld aufgenommen habe, aber es ist nicht ein Gedanke, der meinen Regeln folgt. So, das war dieses kurze Training, einfach zum sich mal hineinfühlen und zu sehen, ja, wo liegt denn meine wahre Kraft? Wo kann ich das Leben beeinflussen? Wo kann ich wirklich die Richtung wählen? Und wie kann ich die Segel setzen, dass ich dorthin gelange? Und das ist eine Arbeit, die in uns beginnt. Und eine wahnsinnig tolle Arbeit, denn wir alle sind hier, um ein wunderbares, tolles, freies, lustiges, glückliches, friedvolles Leben zu führen. Und der Beitrag fängt bei uns an und er wird andere anstecken. Da werdet ihr euch nur so wundern. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass ihr Spaß habt, diese drei Schritte mal für euch aufzuschreiben und euch hineinzugehen, um zu sehen, wo ist der Status quo und wo will ich hin? Wo geht die Reise hin? Alles Liebe, bis bald, eure Patricia.